Ich heiße Harald Ickler, wurde 2003 54 Tage lang von der Al-Qaida in Algerien entführt. Anfang März 2003. Der damals 46-jährige Harald Ickler ist in Nordafrika mit 5 Freunden unterwegs. Mit Geländewagen eine Tour durch die Sahara. Ihr Ziel? Algerien. Es gibt für diese Region keine Reisewarnungen. Ickler ist als langjähriger UN-Soldat und nach zahlreichen Expeditionsreisen Wüsten erprobt. Mehrere Tage hat es gedauert bis zur algerischen Grenze. Ja, da war freie Fahrt. Dann haben wir die Asphaltstraße verlassen, sind nach links abgebogen auf die Sandpiste. Einfach ab in die Wüste. Gut 2 Wochen lang tourt die Gruppe durch Algerien. Die Reise übertrifft alle Erwartungen. Harald Ickler und seine Freunde sind begeistert. Wunderbar. Diese unendliche Weite. Da merkst du erst, wie klein und unbedeutend du als Mensch bist eigentlich. Nach vielen Nächten in der Wildnis übernachten die Freunde auf einem Campingplatz nahe der Stadt Taman Rasset. Da gab es die Möglichkeit, dass ich das erste Mal mit meiner Lebensgefährtin telefoniere. Hab sie angerufen und da hat sie gesagt, du Harald, da werden Touristen vermisst mit Motorrädern. Habt ihr da irgendwie was von gehört? Nee, wir haben nichts gehört und wir haben eigentlich auch keinen getroffen. Aber wir fragen hier mal auf dem Campingplatz, weil hier gibt es ja auch andere Fernreisen. Es wussten zwar Leute, dass Motorräder unterwegs sind, aber dass da was passiert sein sollte, wusste keiner. Die meisten fahren ja auch den gleichen Weg, über die Gräberpiste und so weiter. Und dann habe ich natürlich gedacht, ja, wenn wir sie sehen, helfen wir denen natürlich, wenn sie Probleme haben. Aber großartig Sorgen gemacht oder sowas haben wir uns nicht. Ja, das war das letzte Telefongespräch mit meiner Lebensgefährtin, ja. Das stimmt. Das Abenteuer neigt sich dem Ende zu. Es geht wieder nach Hause, Richtung Deutschland. Quer durch die Wüste Algeriens. Die Gruppe navigiert mit Landkarten und GPS-Geräten. Da sind wir in einem Tag, da weitergefahren, bis zu einer Stelle, die etwas sonderbar war, weil die Spuren, die im Sand waren, die gingen nach rechts. Der eine, der zuerst gefahren ist, also wir hatten alle Walkie-Talkie auch, der hat uns Bescheid gegeben, wir halten hier mal an, hier stimmt irgendwas nicht. Sie waren alle ausgestiegen, erst mal geschaut, weil bisher war hundertprozentig nach dem GPS zu fahren, absolut. Außer wenn irgendwelche Sandverwehungen waren, wo wir gemerkt haben, da kommen wir nicht durch, ja, da fahren wir halt mal ein paar Kilometer außerhalb. Das war nie ein Problem. Unsere Erfahrung hat gesagt, wenn das Einheimische sind, dann sind die natürlich schlau und fahren eine Umgehung. Also machen wir das auch. Obwohl GPS gepiept hat und gesagt hat, ey Jungs, fahrt's geradeaus. Plötzlich sind Dromedare zu sehen. Ein Hinweis auf Menschen in der Nähe. Mit Einheimischen hatte die Gruppe bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Mit dem Gepäck Gastgeschenke in Form von Zucker. Etwa 10 Minuten lang folgen die Fahrer den Reifenspuren. Und tatsächlich, hinter einer Kurve warten Menschen. Auf einmal tauchten so Mujahideens auf. Die haben in die Luft geschossen, geschrien. Al-Qaida, alles Mögliche haben sie geschrien. Damit wir anhalten. Der zuerst gefahren ist, der hat gemeint, das sind nur Autodiebe und hat Gas gegeben. Ich habe das Fenster aufgehabt, ich saß ja auf der Beifahrerseite und habe sofort den Lauf von der Kalaschnikow am Kopf gehabt. Also gab keine Chance zu flüchten. Ja.
Dann mussten wir aussteigen, haben sie uns rausgezerrt aus die Autos, haben uns circa 30, 40 Meter weiter zur Seite gebracht, nach rechts. Dann hörten wir auf einmal, kam ein Fahrzeug, also Geländewagen. Und da haben die dann meinen Freund und seine Lebensgefährtin gebracht. Meine Lebensgefährtin, die war verletzt. Die ist von der Kugel getroffen worden im Rücken, durchs Auto durch. Und die haben sie getragen. Und mein Freund, der war im ganzen Gesicht blutig. Den haben sie mit den Gewehrkolben recht viel was abgegeben. War also kein schöner Anblick. War alles sehr gewaltsam und das war schrecklich. Ein unwirklicher Traum. Ich habe es als unwirklichen Traum gesehen. Und habe gedacht, jetzt wache ich gleich auf und bin irgendwo eingeschlafen, am Lagerfeuer oder sowas. Und jetzt wache ich gleich auf. Jetzt ist vorbei, es ist alles wieder normal. Glück im Unglück. Die Einheimischen haben einen Arzt dabei. Er versorgt die Verletzten. Noch weiß keiner, was die Männer wirklich wollen. Nur eines ist klar. Das ist jetzt ernst. Es ist der Moment, der das Leben von Harald Ickler für immer verändern wird. Dein Kopf schaltet einfach aus, weil das so eine Situation ist, die ja überhaupt nicht normal ist. Das sagt der Kopf wahrscheinlich hier Tilt oder was, ne? Durchzug, Tilt, keine Ahnung. Also da geschieht wirklich was im Kopf. Und das ist ja das, was nachher das Trauma wird, ne? Heftig. Bei mir ist jetzt der Gedanke gekommen, Flucht, ganz einfach. So wie damals in der Situation auch? Ja, damals in der Situation hatte ich keine Flucht. Da hatte ich mehr dieses Abwarten. Weil ich konnte nicht glauben, dass das Wirklichkeit ist. Die Entführer nehmen Pässe, Nahrungsmittel, persönliche Gegenstände und die Fahrzeuge an sich. Harald Ickler wird sich immer mehr bewusst. Das ist echt, du kannst hier jetzt hops gehen. Also beweg dich nicht. Sag keinen Scheiß, mach gar nichts. Erstmal abwarten. Die haben in der Zwischenzeit die Autos auseinandergenommen. Also auseinandergenommen, die haben die Einrichtung rausgenommen. Pickup-Kabine von der Ladefläche entfernt, haben da so ein Riesenmonster-Maschinengewehr draufgebaut. Dass das eine Entführung war, war klar. Was die von uns wollten, war nicht klar. Haben diese Menschen auch die bereits vermissten Motorradfahrer entführt? Vielleicht. Kurze Zeit später gelten auch Harald Ickler und seine Freunde in Deutschland als vermisst. Nach ihnen wird gesucht. Das wissen auch die Entführer. Es geht auf eine unbequeme Reise. Mama! Jedenfalls wurden wir dann umverteilt in verschiedene Autos und so weiter. Die Verletzte kam in den Iveco, weil sie da liegen konnte. Da haben sie Matratzen hingetan. Dann ging's los. Dann wurde gefahren. Die Geiselnehmer karren ihre Gefangenen in die Berge. Ihr Ziel, ein sicheres Lager, das schwer aufzuspüren ist. Denn sie müssen damit rechnen, dass das algerische Militär sie schon sucht. Im Lager angekommen, nehmen die Entführer Harald Ickler etwas weg, was ihn besonders schmerzt. Ich weiß nur, dass sie mir meine 4 Stangen Gauloises weggenommen haben. Da war ich sauer. Da war ich erst mal richtig sauer. Ja, und da saßen wir und mussten uns ja irgendwie beschäftigen. Man konnte nicht an die Situation direkt nur denken, weil dann wärst du irre. Dann wärst du echt wahnsinnig. Und dann denkst du so, und jetzt nach einer halben Stunde palavern die irgendwas und dann
mit dem Messer die Gurgel durch oder Kopfschuss. Also musste ich irgendwie beschäftigen, ganz einfach. Da haben wir Schachspiel gebaut, also im Sand und mit Steinen einfach Schachspiel gemacht, da gespielt. Ja, dann war Abend, wurde geschlafen, einfach im Sand drin, ohne irgendwas mehr. Ich hatte so eine vierkantige Alubox dabei und die haben sie als Kochtopf benutzt. Das hat man immer gehört, weil sie mit den Skistecken umgerührt haben, so einen Brei. Das hat immer klock, klock gemacht, wenn er so an die Kante gestoßen ist. Das war ein Zeichen eigentlich die ganze Zeit. Das war immer morgens so das Zeichen, jetzt gibt's gleich Frühstück. Dieses klock, klock. War recht lustig. Lustige Momente gibt es aber nur wenige. Tag für Tag vergeht. Ein Ende des Horrors ist nicht abzusehen. Die Entführer wechseln immer wieder ihren Standort und nehmen unterwegs weitere Touristen gefangen. Also es war in so einem ganz komischen Film irgendwie. Und wir saßen in den Autos und waren beteiligt. Also man fühlt sich so, als wenn man beteiligt war, die zu kidnappen. Und haben noch gesagt, hoffentlich haben die viel Wasser dabei, dass wir auch was abkriegen. Insgesamt werden 32 Europäer als Geiseln genommen. Aufgeteilt auf zwei unterschiedliche Gruppen. Je mehr Gefangene da sind, desto sicherer fühlt es sich an irgendwie. Viele der Geiselnehmer sind noch Jugendliche. Es waren so im Nachhinein gesehen sehr viele jüngere Al-Qaida-Krieger dabei, die sehr unzuverlässig sind. Also wenn die den Finger am Abdrücker haben, da kann man sich nie sicher sein, drückt er jetzt ab oder nicht. Ne? Ich meine, die waren 16 Jahre alt. Okay. Wie war das sprachlich? Die jetzt älter waren, die haben wir quasi als Profis gesehen. Ja. Ne? Die hatten sich im Zaum, die wussten, was sie machen. Aber die Jungen, die haben wir als sehr gefährlich empfunden. Ja. Und wie, ganz pragmatisch, wie war das sprachlich? Du bist in dieser Situation, wie wusstet ihr, was sie von euch wollen, wie ihr euch zu verhalten habt? Gar nichts. Wir wussten gar nichts erst. Wie wir uns zu verhalten hatten, haben sie uns mit ihren Waffen gezeigt. Entweder dahin gehen oder dahin. Also da weißt du auch gar nicht, wie sollst du dich verhalten. Ne? Ihm ist bewusst, Flucht ist keine Option. Meine UN-Zeit hat mir persönlich sehr, sehr gut geholfen, weil ich ja wusste, was das für Waffen sind. Ich konnte sofort ausmachen, wo die ihre Wachen hatten. Weil viele hatten ja auch gedacht, ja, wir können doch fliehen. Hier stehen 7 Stück und beten. Da stehen die Gewehre. Die können wir einfach nehmen, die Gewehre. Und dann haben wir sie doch. So funktioniert das nicht. Als alter Soldat weiß ich ja, es sind bestimmt 3-4 Stück hier rum und beobachten uns gerade. Und sehr richtig, 50 Meter weiter stand der eine, kaum zu sehen. Und ein Stückchen weiter wieder, der zweite und dritte. Also wir wurden ständig beobachtet. Und noch etwas anderes macht eine Flucht unmöglich. Wir hatten jede eine so eine PET-Flasche, ein Liter oder anderthalb Flasche dabei, die wir immer aufgefüllt haben an verschiedenen Wasserstellen. Ja, wir konnten ja nur mit dem Wasser fliehen. Mehr ging nicht. Das heißt, man kommt nicht weit. Und wo soll man hin? Ne? Und wo sind noch irgendwie Wachen? Vielleicht nach 200 Kilometer. Vielleicht ist alles irgendwie umzingelt, wird beobachtet. Und vor allen Dingen auch, wie geht's dann denen, die nicht fliehen können? Werden die geschlagen? Werden die gequält? Werden die misshandelt? Werden die erschossen? Nur als Zeichen, wenn ihr das nochmal macht, werdet ihr alle erschossen.
Also die Möglichkeit war für mich sofort auszuschließen. Wir sind keine Rambos. Definitiv nicht. Immer wieder verändern die Entführer ihren Standort. Die Strapazen werden immer größer, das Essen dagegen immer weniger. Hunger war das Thema Nummer eins. Wir hatten ja auch Essen dabei, unser Essen sozusagen. Das haben die ja auch genommen, haben natürlich alles, was mit Käse zu tun hat, haben sie weggeschmissen, weil die haben behauptet, das ist aus Schweinesperma gemacht. Das Leben als Entführter wird ja auch dann zu einem Teil oder wird irgendwie zu einem Alltag. Ein Alltag, wo man sich auch beschäftigen muss, geistig beschäftigen muss auch, um nicht ganz nur Angst zu haben und nur an das zu denken, dass man vielleicht erschossen wird oder was. Wir Entführten, wir haben uns dann zusammengesetzt und haben uns, nachdem wir auch sehr, sehr großen Hunger hatten natürlich, haben uns verschiedene Menüs zusammengestellt im Gedanken und haben darüber geredet, wie wir das kochen würden und also wirklich die feinsten Zutaten, die feinsten Sachen. Und merkwürdigerweise fühlte man sich danach etwas satt. Im Laufe der Zeit wird klar, dass einige der Entführer etwas Französisch können. Gut für die Verständigung. Das nutzen sie auch, um mehr über ihre Opfer zu erfahren. Wir wurden befragt, wie wir leben, ob wir Familie haben und so weiter. Jeder Einzelne, das wurde alles notiert von denen. Also völlige Auflistung über das, wer wir jetzt sind. Das erste Mal war das. Da haben wir unsere Pässe wieder bekommen und unsere Geldbeutel leer. In meinem Geldbeutel hatte ich ja noch Bilder von meinen Söhnen dabei. Also was ich gefühlt hatte, nachdem ich die Bilder hatte, war, die sind so weit weg. Und dann kam meine Sorge, was wissen die? Wissen die jetzt, dass ich entführe? Also ich habe mich sehr viel mehr um meine Kinder gesorgt und meine Lebensgefährtin, als wie über mich selber. Ich meine, hätten sie mich da erschossen, nun gut, wäre ich tot gewesen. Aber dann kommt natürlich die Sorge, was passiert da mit den Kindern? Ne? Wie schaffen die das? Wie klappt das? Wie kann sie die Kinder alleine erziehen? Und mein größter Wunsch war ja damals, dass ich zur Einschulung nach Hause komme von meinem ältesten Sohn. Das war mein größter Wunsch damals. Ich wollte einfach aus der Situation raus. Die war unerträglich, an meine Kinder zu denken. Ich stellte sie mir bildlich vor, wie sie aussehen, wie sie spielen. Das war das Allerschlimmste. Ich brauche eine Zigarette. Also das ist was, das hat genug Zigarette. Ich brauche eine Zigarette, Leute. Ich kann da mitfühlen. Hm? Ich kann da mitfühlen, wenn er von seinen Kindern erzählt. Mhm. Und mir ist auch eigentlich sehr ähnlich gegangen. Mhm. Gedanken eigentlich mehr zu Hause war, als es mir jetzt geht. Also da muss man aus der Situation raus. Ja. Da merkt man, es wird zu viel, aussteigen. Mhm. Ich habe da jetzt total mit dir mitfühlen können. Wir müssen selber die Tränen kommen, weil du einfach erzählt hast, dass... Ich habe es gesehen. Ja. Du mehr an deine Kinder gedacht hast, als an dich selbst eigentlich. Weil mir ist es genauso gegangen. Obwohl, man weiß, dem Kleinen geht es höchstwahrscheinlich sehr gut. Wir wissen ja, in welcher Situation wir sind. Also du wusstest es, ich wusste es. Aber die zu Hause wissen es ja nicht. Genau. Mhm. Diese Unsicherheit auch, ne? Noch nicht mal so richtig mit meiner Lebensgefährtin, weil die ist ja erwachsen, genau, die schafft das, die packt zurecht, das. Ja. Klar, genau. Aber die Kinder, ne? Was wird mit den Kindern nachher? Die Geiseln kommen mit den Entführern jetzt immer wieder ins Gespräch, soweit das möglich ist. Es sind Studenten, Hirten und einfache Arbeiter. Sie kämpfen gegen ihre eigene Regierung. Iklar zeigt Verständnis, verfolgt damit eine Strategie. In so einer Situation, in der man ist, will man versuchen, einen guten Kontakt mit den Entführern zu haben, denen zu verstehen zu geben, hey, ich habe auch Familie, du hast auch Familie,
ein bisschen persönlich kennenzulernen, dass wenn der Befehl kommt, er schießt zwei Geiseln, dass die dann ein bisschen zögern und sich denken, ja, man, der Harald, der hat auch Familie, eigentlich ein netter Kerl, dass die dann zögern und es vielleicht doch nicht machen. Das ist ja der Wunsch, den man hat eigentlich, ne? Das hat ja nichts damit zu tun, dass man jetzt den ihre Sache irgendwie gut findet. Ich habe auch gedacht, okay, ich an den ihrer Situation würde wahrscheinlich auch was tun und gegen die Regierung kämpfen oder das Militär. Aber ich würde niemals Touristen entführen, unschuldige Touristen entführen und denen was antun, weil die haben ja überhaupt nichts mit der Sache zu tun. Also das hat für mich nicht, den ihr Handeln entschuldigt, hat es nicht. Definitiv nicht. Aber ich konnte sie natürlich verstehen, warum sie so handeln. Das konnte ich. Also es ist ja keine Krankheit, wenn man sich versucht, mit denen gut zu stellen, um eine Chance zu bekommen, zu überleben, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Das ist ein reiner Überlebensinstinkt. Den Entführern ist inzwischen der Treibstoff ausgegangen. Alle müssen marschieren, tagelang in sengender Hitze. Zeitgleich nimmt der internationale Druck zu. Das algerische Militär setzt alles daran, die Terroristen zu finden. Am Tag 54 der Entführung hört Harald Ickler plötzlich Hubschraubergeräusche. Es dauerte nicht lange, da kam ein weißer Hubschrauber hoch. Der flog ganz hoch und blieb da oben. Dann kam rechts von den Felsen, wurde geschossen, runtergeschossen zu uns. Und zwei Kampfhubschrauber kamen, mit Raketen bestückt und Maschinengewehren, alles Mögliche. Szenen wie in einem Krieg. Wer schießt hier auf wen? Die Geiseln wissen es nicht. Ja, man hat sich einfach nur versteckt jetzt. Man hat nicht direkt geguckt. So neugierig war ich dann auch nicht. Man hörte nur die Schüsse. Und das Ganze, das war wie so ein Krieg. Das dauerte vielleicht 45 Minuten. Ich weiß es nicht, schwer abzuschätzen. Dann plötzlich Stille. Und auf einmal waren die Hubschrauber weg. Es wurde nicht mehr geschossen. Auch nicht mehr von da oben, von der Anhöhe. Wir haben nichts mehr gehört. Dann haben wir abgewartet, dann haben wir zu uns gerufen. Ist jemand verletzt? Was ist jetzt? Was ist los? Es ist der 13. Mai. Die Entführer sind verschwunden. Doch die Lage bleibt vorerst unübersichtlich. Noch hat niemand das Gefühl, in Sicherheit zu sein. Unsere Entführer hatten uns ja gesagt, wenn das algerische Militär kommt und uns befreit, die wollen keine Zeugen haben, die erschießen uns auch. Die Hubschrauber waren weg, dann haben wir nur oben, auf dem Plateau da oben, haben wir die Köpfe gesehen vom Militär. Und die haben uns Zeichen gegeben, wir sollten so rumgehen und dann zu denen raufkommen. Jedenfalls standen wir dann unten da und waren sehr unsicher, sollen wir wirklich raufgehen oder nicht. Auf jeden Fall, ja. Da sind die Ersten mutig, ich gehörte nicht zu denen, sind da tatsächlich raufgekrabbelt und haben dann gemerkt, das ist okay alles und haben natürlich gejubelt und geschrien. Wir da unten, wir haben das als Todesschreie empfunden. Also es hat dann nochmal wahnsinnige Angst gegeben. Da bist du befreit, aber wärst trotzdem erschossen oder irgendwas, ne? Jedenfalls haben die da oben dann uns dann runtergerufen, also unsere Freunde. Ist alles okay, könnt's raufkommen. Und dann sind wir raufgegangen. Einige Tage später landet Harald Ickler's Reisegruppe in Deutschland. Eine weitere Geiselgruppe ist zu diesem Zeitpunkt noch in der Hand der Terroristen. Ein Sat.1-Team kann den damals 46-Jährigen interviewen. Ich würde mir für die Angehörigen und die Geiseln wünschen, dass sie Ruhe und Friede haben, wenn die nach Hause kommen. Dass sie einfach wieder sich zurechtfinden. Das Ganze hat mir natürlich gelernt, nichts ist wichtiger als das Leben.
Nichts ist wichtiger als das Leben. Doch das Leben zu Hause in Bayern gestaltet sich für Harald Ickler schwieriger als gedacht. Das war schön, ist nach Hause gekommen, aber es wurde mir alles zu viel. Es wurde mir alles zu viel, wirklich. Tage danach, ich konnte noch nicht mal in ein Geschäft gehen. Da sind Leute auf mich zugekommen, die ich überhaupt nicht kannte. Ja, wie geht's dir, Harald? Das ging überhaupt nicht. Gemeinsam mit Frau und Kindern lebt er auf einem idyllischen Bauernhof in Bayern. Doch die Idylle trügt. Danach konnte ich das überhaupt nicht mehr genießen. Also es war nicht möglich, weil sich das ja total verändert hatte. Dass ich mich verändert hatte, habe ich nicht gleich wahrgenommen. Das hat eher meine Lebensgefährte wahrgenommen und Freunde. Ich selbst meinte, ja, eigentlich geht es mir gut, ich bin doch wie normal, ne? Aber das war ich nicht. Ich war wohl gefühlsmäßig sehr außer Kontrolle, gereizte Stimmung, Albträume, Panik, Angstattacken. Ich konnte in keine Menschenmengen sein, habe einfach Panik bekommen, erdrückt zu werden oder irgendwas. Es wurde mir einfach zu viel. Ich konnte mich nicht konzentrieren auf irgendwas. Ich wollte eine Zeitung lesen. Nach 3 Sätzen oder 4 Sätzen war es vorbei. Habe ich nicht mehr gewusst, ja, was stand da jetzt überhaupt? Was lese ich da? Ich habe keine Chance gesehen, in Deutschland weiterzuleben, ganz einfach. Doch es dauert noch Jahre, bis Harald Ickler die Kraft findet, seine Familie hinter sich zu lassen. Erst 2017 wagt er den Neuanfang in seinem Geburtsland Schweden. Hier ist er endlich angekommen. Also ich komme mit sehr viel weniger aus. Ich habe hier kein Auto. Ich brauche hier auch kein Auto. Für mich sind andere Sachen wichtig im Leben. Gute Freunde, das ist für mich einfach Glück auch. Ein Gefühl, das Ickler lange nicht hatte. Denn er muss damit leben, dass viele seiner Entführer ohne Strafe davon gekommen sind. Das sind Bilder, die von einem Touristen aufgenommen worden sind, der kurze Zeit später auch dort unten war. Und der sollte die Bilder machen und mit nach Hause nehmen und veröffentlichen. Hier sieht man auch die Uhren, die sie uns abgenommen haben. Die haben sie da. Mit dem Gruß, dass die Nächsten, die runterkommen, denen geht's schlecht. Die sind noch ganz lebend. In Schweden fand er wieder Halt. Dazu beigetragen haben Therapien und eine Einrichtung, mit deren Hilfe er wieder in den Alltag zurückfand. Wir gehen jetzt zum Fontänenhaus. Das ist ein Haus für Menschen, die posttraumatische Verhaltensstörungen haben. Auch andere Störungen natürlich. Das ist extra dafür eingerichtet worden, für damals, für die Soldaten, die aus Vietnam und Kongo zurückgekommen sind in Amerika. Damit die eine Anlaufstelle haben und nicht den Drogen verfallen, dem Alkohol verfallen. Darum geht es hier. Harald Ickler moderiert Radiosendungen und hat seine Bestimmung gefunden. Zurück in einem geregelten Alltag mit einer sinnvollen Beschäftigung. Ja, hej, jag heter Harald. Nu är vi där igen på Radio Fontänen. Vi sänder i vanlig ordning idag mellan 14 och 15. Wertschätzung. Das ist es, was Harald Ickler hier erfährt. Als ich hier gekommen bin, war ich ja in Deutschland lange krankgeschrieben, habe mich versteckt, mehr oder weniger. War völlig unzufrieden mit mir selbst, habe kein Selbstvertrauen mehr gehabt, wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Und dann bin ich nach Schweden gezogen, hier zurück, habe den Kontakt hier zum Fontänenhaus bekommen und habe sofort entdeckt, ey, hallo, das ist ja meins hier, das ist ja das, was ich machen möchte. Das hat mich dermaßen verändert, dass ich absolutes Selbstvertrauen wieder habe und mich so gut fühle, dass ich auch wieder rausgehen kann, teilweise auch ins Arbeitsleben. Soweit es nun möglich ist, ne? Doch, ja.
Das ist sehr berührend. Also ich finde das sehr, sehr, sehr berührend gerade. Wie du mit dem umgehst, das ist bemerkenswert. Und dass du es zulässt. Also man sieht bei dir auf jeden Fall, du versteckst jetzt nicht alles. Es auf keinen Fall. Also das ganze Verstecken, ich meine, was bringt das? Da kann ich ja mir ein Iglo bauen und lebe dann den Rest meines Lebens. Ne? Das geht ja nicht. Ich meine, ich will ja sozialen Umgang haben. Ich will ja mal vielleicht wieder eine Frau treffen. Sehe dich nicht als Opfer. Ich finde auch den Opferbegriff eigentlich so negativ behaftet. Es ist irgendwie schon fast ein Schimpfwort. Genau, genau. Und hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn Harald Ickler in Schweden wieder zu sich gefunden hat, eines fehlt ihm hier enorm. Seine Söhne. Die möchte er nun in Bayern besuchen. Seit er 2017 Deutschland verlassen hat, war er nicht mehr hier. Und er vermisst seine Jungs jeden Tag. Endlich ist er da. Der Moment des Wiedersehens. Oh, hey. Hey. Hey, hey. Simon. Da geht's wieder. Alles bra. Insgesamt 30 Jahre hat er hier in Deutschland gelebt. Zunächst glücklich und zufrieden. Doch die Entführung hat alles verändert. Er musste seine Kinder verlassen, um wieder zu sich zu finden. Philipp und Simon haben zur Feier des Tages etwas mit ihrem Vater vor. Der Besuch eines besonderen Ortes mit besonderen Menschen. Zu Hermann und Elisabeth zum Mittagessen. Zu Hermann und Elisabeth? Ja. Wow, cool. Ein Wiedersehen mit Familie und Freunden. Hermann und Elisabeth sind ja sehr gute Freunde von uns, von der Familie auch und von mir auch. Und ja, wir kennen uns schon ewig, habe ich das Gefühl. Grüß dich. Hallo, Anna. Hallo. Grüß dich. Na, wie geht's dir denn? Gut, ja, gut. Guck mal, ist das lange her. Ja, komm her. Servus. Oh, servus, grüß dich. Servus. Wow. Ich hab dich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, ich dich auch nicht. Grüß dich, grüß dich. Ja, die haben ja die ganze Geschichte miterlebt, wo ich da unten war und wieder nach Hause gekommen bin. Ich komm her, Alter, komm her. Wo ist deine Burm? Ich weiß. Ist doch gar kein Problem, das ist ja Freude, dass ich dich wiedersehe. Ja, das war einfach, das kam alles wieder zurück und klar, das berührt. Die Wirtschaft von Hermann und Elisabeth verbindet Harald Ickler mit vielen schönen Momenten. Als er 2003 entführt wurde, waren seine Jungs im Vorschulalter. Die Entführung hat den Vater verändert. Die Wut darüber sitzt bei seinem Sohn tief. Vor allem gegenüber den Menschen, die seinem Vater so viel Leid zugefügt haben. Also es gibt nicht so den einen Täter, Entführer, sondern es war so, okay, eine Gruppe Menschen, die man nicht kennt. Von manchen wird gemunkelt, so ja, wurden dann festgenommen, wieder freigelassen, alles undurchsichtige Hintergründe. Und genau, das war der Punkt, wo ich sehr, sehr angefressen war von dem ganzen Thema. So sehr Harald Ickler seinen Söhnen fehlt, so genau wissen sie, dass der Ortswechsel nach Schweden für ihn der richtige Schritt war. Mein Vater wurde zielstrebiger durch das Umziehen und Zurückziehen und hat für sich eben auch neue Ziele wieder gefunden und die verfolgt und mit Erfolg verfolgt. Genau, und das gibt dann doch um einiges mehr Sicherheit. Also mich freut es ja natürlich dann, wenn es dem Papa halt gut geht, besser geht, genau. Die Entführung wird für immer ein Kapitel in Harald Ecklers Geschichte bleiben. Aber durch den Umzug nach Schweden gelingt es ihm, ein neues aufzuschlagen. Total. Weißt du, was ich bewundernswert finde? Dass du das annimmst für dich, dass nicht alles rund ist und alles gut ist und dass du
das annehmen kannst und das einfach auch zum Ausdruck bringst. Und du tust das und das finde ich total ermutigend. Wir sind Menschen, wir haben Gefühle. Warum sollen wir die nicht auch rauslassen? Ja.